Mach das mal. Und wenn wir dann zusammen was Cooles Neues gefunden haben, dann können wir da auch Ideen für Emotes und so ein Kram reinpacken. Ist das Nacht? Ich sehe Sterne, also ist das Nacht. Okay. Okay, okay. Okay, komm schon, Nachtara. Nachtario. Sora, sei nicht fies zu Pachi. Pachi ist fein. Was hat er gesagt? Wie es ist ohne die Eins. Warum ist das für Linara geworden? Es hatte keine Feenattacke am Arsch. Pachi, wie ist das eigentlich ohne die Eins? Ich frage nur für einen Freund. Was soll denn das? Für Linara? Hä? Hä? Aber ich hab... Aber das konnte das vorhin nicht. Ich habe ihm doch alle Attacken rausgenommen. Ihr habt doch gesehen, wie ich ihm die Kulleraugen rausgenommen habe, oder? Wir haben das alle gesehen. Habe ich nicht bestätigt? Hä? Hä? Hätte ich hier okay drücken müssen? Nein, warte, habe ich doch. Hä? Fies. Okay, ich habe einen Felinara. Ich habe jetzt einen Felinara. Ist auch gut. Yay, Felinara. Was ist denn hier, wenn... Oh, ich will es nicht weggeben. Ich mag mein Team. Ich behalte erstmal so. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen in die Richtung. Ah, oh, wow. Huch, kein Fallschaden. Alles gut. Wo muss ich hin? Hallo? Mitzunehmen. Oh, ein ganz kleines Onyx. Oh, wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Bei Skyrim würde ich auch alle Nebenquests machen. Hä? Einfach, weil ich Spaß dran habe an sowas. Also, ich habe wirklich Spaß daran. Da ist für mich der Story-Fortschritt eher unwichtig, als dass ich lieber Sidequests mache. Wirklich, wirklich, wirklich. Ah, da. Ah, ah. Aha. Okay, hi. Was ist mit Ursaluna? Ich habe ihm geholfen, natürlich. Bei Skyrim gibt es doch unendlich viele Nebenquests. Ja, das ist richtig. Du bist wirklich stark, aber wie hast du mich überhaupt gefunden? Magie, sag ihm Magie. Ja, ja, wir sind dem Geruch von deinem Essen gefolgt. Wir sind clever. Ach, die Streithähne. Nun, ein Pokémon hat mich verfolgt und ich habe mir bei der Flucht den Fuß verstaucht. Und das ist eine traurige Geschichte. Cool wäre echt noch, wenn sie bei Pokémon alles mal vertonen würden. Das wäre doch cool. Cool wäre, wenn es hier einen Multiplayer für das blöde Spiel gäbe und du zusammen über die Map laufen könntest. Stell dir das mal vor. Ja, so wie bei wie hieß das, was wir mal gespielt haben? Fantasy Life. Ja. Da gab es zwar auch nur Quests zu machen, aber das war schon cool, das dann zusammen zu machen und die Pokémon, die Tiere zusammen zu bekämpfen. Ne? Das war wirklich cool. Stell dir vor, du könntest diese Ultimate-Pokémon zusammen bekämpfen. Ja, richtig. Wie cool wäre das denn? Aber wir dürfen nicht zu viel von Pokémon erwarten. Lass sie mal Stück für Stück die Entwicklung weitertreiben. Das werden die niemals, sie werden doch niemals Sachen machen, die die Leute sich wünschen, die gut wären. Dankeschön, Zed, für die Glückwünsche, dankeschön. Also ich finde, das hier kommt schon sehr nah an ein Open World dran. Ne? Ja, aber jetzt stell dir mal vor, Multiplayer, so richtig cool, alle zusammen. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, ich hielt dich nur für die kleine Göre. Oh, fies. Oha, sie hat Einsicht. Das ist ja nett von ihr mit ihrem Bidifass. Wenn man so alt ist und dein bestes Pokémon ist ein Bidifass, dann ist was falsch gelaufen. Will ich nur sagen, ne? Baloui, ja, stimmt mir toll zu. Hallo Knecht, dir einen wunderschönen guten Morgen. Mirio Teufel, Mirio. Das ist sehr interessant so. Das Interessante ist, die Taste zum Muten hängt bei mir ständig fest. Dann solltest du sie woanders drauflegen. Die verhakt sich so innen drin. Ja, dann nimm doch eine andere Taste. Gibt doch genug auf der Tastatur. Na, es ist weder deine Schuld, dass Drisilla in Rage geriet, noch dass Ursaluna herumwütete. Also, im Gegenteil, du wolltest den beiden helfen. Immer doch. Dennoch wollte ich mir nicht anhören, was du zu sagen hattest. Was nützt schon meine ganze Lebenserfahrung, wenn ich mich so verhalte? Nein, es ist meine Schuld, dass ich mein Anliegen nicht richtig erklären konnte. Ursaluna hat sich dem in Rage geratenen Drisilla genähert und ist wohl durch dessen Duft außer Kontrolle geraten. Interessante Theorie. Das Puder, das an Ursaluna klebte, stammt also von Drisilla, Igitt. Und was ist mit deinem Fuß passiert? Hallo, Aratai, herzlich willkommen auch an dich. Guten Morgen.
Ich wollte die Galaktik-Expedition wegen Ursa Luna um Hilfe bitten. Da habe ich Jubeldorf besucht. Okay, cool. Aber dann erzählte mir Professor Larven von den Ruhegaben. Also habe ich mich auf die Suche nach Speisen gemacht, die Trisella gerne isst, um selbst welche herzustellen. Das Wissen der Galaktik-Expedition ist wirklich beeindruckend. Ich würde gerne noch viel mehr lernen. Zuerst einmal... Wo kommt der denn jetzt her? Okay. Hast du etwas so wenig Vertrauen in mich, dass du alles im Alleingang lösen wolltest? Ach, wahrscheinlich ist auf mich als Oberhaupt einfach kein Verlass. Oh, traurige Geschichte. Müssen wir jetzt Trisella gleich retten? Hör zu, Miri. Ich bringe die Ruhegaben, die Hinatsu hergestellt hat, zum Bühnenkampffeld. Dort treffen wir uns. Okay, auf geht's. So. Begib dich zur Hoheitsstätte. Na dann. Ja, du und Bidi Fassi übernimmt den Rest. Ich guck dich so. Soll ich dir das Feuer anmachen? Kann ich helfen? Kann man nur kämpfen oder nur fangen? Aber man kann nur fangen, alles klar. Guten Tag. Oh ja, du bist ein Baum. Guckt mal. Guckt euch diesen total unauffälligen Baum an, der gerade noch durch die Gegend gelaufen ist, als ich nicht nah genug war. Los, lauf wieder. Lauf. Ich weiß, du kannst es. Gerade eben bist du noch gelaufen. Ich hab's gesehen. Da, da. Ich hab einen Zuber. Nein, au. Ich hab dir eine Beere hingeworfen. Au, sei dankbar. Nein, Kramchef, Kramchef. Oh, nein. Die sind alle sehr undankbar, muss ich sagen. Ich finde das echt nicht cool. Ich habe seinem Freund eine Beere hingeworfen und er greift mich an. Hä? Hä? Hier sagt man immer, was sich liebt, das neckt sich. Ja, habe ich auch gehört. Und da bist du ja. Heißt das, dass du bereit und entschlossen bist? Klar. Ich hoffe, einer heilt noch meine Pokémon, bevor wir hier Bosskampf machen. Selbst in Rage ist Trisella eine anmutige Erscheinung. Dieser Kampf wird ein Spektakel. Ich hoffe, ihr musstet nicht auf mich warten. Okay. Schaut, dank etwas halbe geht's Hinatsus Fuß auch schon wieder besser, okay. Ja, ja, verzeiht euch gegenseitig. Hinatsu hat versucht, alle Probleme im Alleingang zu lösen und sich dabei übernommen. Ihre Taten haben zwar einigen Ärger verursacht, aber letztendlich handelte sie in guter Absicht. Yeah. Die Königin des Bergkampfs, Trisella, ist wie eine Tänzerin ständig in Bewegung. Du solltest sie genau beobachten, so kannst du lernen, ihren Attacken auszuweichen. Genau. Wenn du immer wieder ausweichst, wird Trisella irgendwann müde und es wird sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Dann hast du Zeit, eins deiner Pokémon in den Kampf zu schicken und deine Stärke zu beweisen. Ich zähle auf dich. Machen wir, machen wir. So, so. Nächster Bosskampf, habe ich gehört. Oh, bist du beim zweiten Boss? Freust du dich schon? Der erste Bosskampf war cool. Ich hoffe, es macht mich nicht allzu fertig. Gar nicht getroffen, Hubala. Ich wollte gar nicht so gegen das kämpfen. Okay, das interessant, wie das aussieht. Aha. Es tanzt! Ach, das stimmt mir doch jetzt. Applaus. So, jetzt musst du wieder chillen. Ich bewerfe dich jetzt mit Chill-Säckchen, also chill. Chillio, habe ich gehört. Das kriegt keine Chill-Säckchen, das kriegt Mondgaben. Upsala. Kann das sein, dass... Aha. Dass das Wechseln keine Runde verbraucht, wie sonst. Also du kannst deine Pokémon einfach durchwechseln, ohne dass du Angst haben musst. Was? Also wenn ich mein Pokémon wechsle, verliere ich da keine Runde. Was kann ich denn mit meinem Pokémon angreifen? Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Ja, wenn ich ein Pokémon... Ich kann mich nicht konzentrieren, frag jemand anderen. So, jetzt kann ich draufwerfen und kämpfen, okay. Ich weiß es noch nicht, woher soll ich das wissen? Du hast mir ja nicht mehr zugehört.
Natürlich nicht, weil ich gesagt habe, ich habe einen Bosskampf. Ich kann deine dummen Fragen nicht beantworten, während ich im Bosskampf bin. Du bist eine dumme Frage. Janik, danke schön für 100 Bits. Oh, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir tanzenden Tentakel-Dodo sehen. Dankeschön, Dankeschön. Okay. Zum Glück hat Felinara so viel Verteidigung. Ja, es war sehr hübsch, das tanzende Tentakel-Dodo. Ja, ja. Nein, Felinara! Oh nein! Be the first. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist ja Ponita. Hier, du solltest doch sehr effektiv sein. Gandalf, auch dir danke für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Noch ein tanzendes Tentakel-Dodo. Oh, jetzt habe ich ganz verpasst, dass ich hier Gaben draufwerfen kann. Hier, friss! Friss die Chillsäckchen. Oh, oh. Es ist fertig mit Chillsäckchen essen. Oh, was war das? Es ist plötzlich so dunkel geworden. Wie weiche ich denn dem aus? Hä, wie soll ich denn dem ausweichen? Das geht ja überall. Ach, da kann ich durchspringen dann. Ah ja, okay. Alles klar. Was tust du? Was tust du? Das heißt, ich muss jetzt die ganze Zeit ausweichen und warten, bis er wieder irgendwas macht. Hier, Chillsäckchen. Chillsäckchen. Was hast du vor? Ah ja. Ey, ich hab gedrückt. Oh, diese Verzögerung. Diese Millisekundenverzögerung, ne? Ja, da kommt man nicht mehr raus. Fantastisch. Okay, Giftpuder. Nett von dir, dankeschön. Viele, viele neue Pokémon. Was hast du? Bist du im neuen Gebiet? Ja, ich bin nur ein bisschen weiter nach oben gegangen. Achso. Aber ja, im Prinzip, ja, sind hier gerade Pokémon, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Ah, müssen wieder alle fangen. Nein, Ponita! Ponita müssen wir gleich vielleicht mal heilen. Ach, so schön. Es ist doch besser, als ich gedacht hätte. Chillsäckchen! Ja, Hälfte geschafft. Okay, jetzt ist es wütend wahrscheinlich. Ich habe gesagt, das Spiel ist sicher cool. Aber niemand wollte auf mich hören. Alle nur, Grafik. Grafik macht halt leider viel aus. Aber die Grafik ist doch gar nicht schlecht. Bin ich dumm? So schlecht sieht die doch gar nicht aus. Also ich habe schon Schlimmeres gesehen. Alle haben auch damals über Breath of the Wild Grafik geheult, wenn ich mich richtig erinnere. Weil die so komisch aussieht. Weißt du noch? Es schläft. Wer schläft? Tut mir leid. Ein Wumpel, das hat geschlafen. Oh shit, genau falsch gerollt, okay. Gute Nacht. Nein, warte, chill. Ich sag mal, von der Art her, wie man die Pokémon fangen und erforschen muss, hat das schon ein bisschen von Pokémon Snap. In die falsche Richtung gerollt. Hä, das hat doch nichts von Pokémon Snap. Also ich hab Pokémon Snap von der Art her, und das hat keinen Spaß gemacht und das hier schon. Vorsichtig, sonst kriegst du wieder Ärger von Trotz immer. Oh Mann, immer schmeißt diese blöden leeren Bälle vor die Bäume. Ha, ich auch. Also Grafik eigentlich an sich okay, aber das Shading ist irgendwie komisch. Shading? Was für Shading? Ah hier, wir können weitermachen. Entschuldigung, Teufel, tut mir leid, das war ganz lustig. Mich stört die Grafik halt auch gar nicht. Sehe sie fast gar nicht. Also ich übersehe es halt einfach. Nein, ich finde, es sieht jetzt nicht schlecht. Es ist okay. Es könnte natürlich krass und ultra und mega sein, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, jetzt stört mich, wie die Grafik aussieht. Jetzt hätte ich ein besseres Spielerlebnis, wenn die Grafik anders wäre.
Nö, das stimmt. Das gäb's nicht. Chillsäckchen! Komm schon! Du musst chillen. Mann, dass man hier nicht Berge hochklettern kann. Oh, Chillsäckchen. Chillsäckchen. Oh. Los, chill. Ah, falsch rum. Typisch hier den Schatten. Warum rennt denn das ständig in die falsche Richtung? Feuer macht halt keinen Schatten, egal wie du dran stehst. Das ist also nur statisch. Aber wie gesagt, ist ja auch egal. Ich find's nicht schlecht. Oh, wer bist du denn? Hallo, Indiana Jones. Ich hab Indiana Jones gefunden. Gesicht. So, chill. Du bist gerettet, vielen Dank. Du bist jetzt gechillt. Gern geschehen. Alle Level-Ups, 2000 XP. Alle können sich entwickeln. Yay. Ich hab dir gern geholfen. Nächstes Pokémon gerettet. Es ist Pokémon, da erwartet man keine First-Person-Re-Kriegs-Shooter-Grafik. Das stimmt. Ja, klar. Ich meine, Breath of the Wild, die Grafik war auch so ein ganz eigener Look, wo man nicht sagen kann, so, das war mega realistisch, aber es war trotzdem stimmig, finde ich jetzt. Ne? Guten Tag. Ein Whiskorn. Oh, das Arme. Ich muss einen Whiskorn. So, danke wirklich. Du hast nicht nur Drizella gerettet, sondern auch Hinatsu. Gern geschehen. Wie habe ich dich gerettet? Achso. Cora. Ja, es ist wieder ganz das Alte. Das habe ich mit meinen Chill-Säckchen bewirkt. Weißt du, was schade ist? Man sieht leider nicht, was welcher Typ wie effektiv ist, wie früher. Oder doch? Habe ich mich schon drüber beschwert, dass man das sieht, wenn man nicht mal gegen das Pokémon gekämpft hat. Oh, warte, man sieht's doch. Okay. Ah, ich sehe es gerade. Hinatsu, solltest du dich nicht noch bei jemandem entschuldigen? Da ist ein Dreieck dahinter, jetzt sehe ich das erst. Ja, okay. Oh, sie haben es gut versteckt. Das ist schon in Ordnung. Wer so jung ist, ja, ihr habt recht. Entschuldigung, ich hab's nicht gesehen. Ihr seid ja wieder schlauer als ich. Alles ja, Leben berührt anderes Leben, Mann. Um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So steht es in den Ruinen des Trostes geschrieben. Diese Weisheit hat uns sicherlich das ehrwürdige Sinnoh zuteil werden lassen. Doch selbst ich hatte sie vergessen. Zumindest bis mich die noblen Bemühungen eines gewissen jemandes, der vom Himmel gefallen ist, daran erinnert haben. Yu Gao, wir sind dir zutiefst verbunden. Und Miri auch. Hinatsu, du musst nicht immer alles auf eigene Faust erledigen. Wir Wächterinnen und Wächter sollten uns auf andere verlassen können. Schließlich müssen wir ebenso mit Pokémon zusammenarbeiten. Das werde ich, es tut mir wirklich leid. Wenn Yu Gao zufrieden ist, dann brauche ich nichts mehr zu sagen. Nur eine Sache noch, du bist deinem eigenen Gerechtigkeitssinn gefolgt, das heiße ich gut. Aber erspar mir bitte weitere Lügen. Was für Lügen? Du brauchst dich nicht zu verstellen. Sollte Drizella wieder Hilfe benötigen, dann hilfst du ihm am besten auf offiziellem Weg. Trainiere gut, damit du gut darauf vorbereitet bist. Ja, verstanden. Hinatsu, lass uns von nun an zusammen das Sumpfland beschützen. Ich werde Perla berichten, dass Ursaluna durch die gemeinsame Hilfe der Galaktik-Expedition des Diamantclans gerettet wurde. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet, Miri. Für mich war es eine vergnügliche Erfahrung. Also dann leb wohl. Du weißt, wer ich bin. Was stellt er sich nochmal vor? Okay. Die Zeit ist stets im Wandel. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass unser Zeitalter ein gutes wird, ohne uns vor Veränderungen zu fürchten. Gute Einstellung. Euch zu helfen fühlt sich irgendwie richtig an. Also, man sieht sich. Danke, Miri. Ich bleib noch eine Weile hier. Okay, okay. Ja, ich verstehe bis heute auch noch nicht, warum Pokémon nicht voll vertont ist oder zumindest die wichtigsten Stellen. Ne? Ja, das wäre schon cool, ne, wenn sie da jetzt mal so... Ich meine, Monster Hunter Stories hat das hingekriegt, ne? Warum kriegt das Pokémon nicht hin, dass er wohl... Ich denke, Pokémon ist schon ein größeres Franchise als Monster Hunter. Sollte man das nicht hinkriegen? Die investieren da halt nicht so viel Zeit rein. Ja, die denken sich, Leute fressen es halt. Und so ist es halt. Aber wobei, ja, ich finde das cool. Ich finde die Idee cool, dass sie das endlich mal umgesetzt haben, nachdem das so viele Leute so lange wollten, ne? So ein halbes Open World. Ja. Ich meine, das ist jetzt so Open World wie halt Monster Hunter, ne? Ja. Da heult auch keiner rum, dass das nicht ganz Open World ist.
Also für mich ist das Zelt das jetzt schon fast so Open World, meiner Meinung nach. Für mich jetzt eigentlich auch, also es könnte schlimmer sein. Das Gebiet ist so riesig, also wer da sagt, das ist nicht Open World, weiß ich auch nicht. Oh, ein wütendes Rosarade, oh. Ich glaube, wir haben den Hasen noch nicht besiegt, da wollen wir den mal platt machen. Wartet, ich kann Pokémon entwickeln. Wir entwickeln mal Pokémon. Wer kann sich entwickeln? Nein, Hasi. Luxio! Los, wir machen Luxtra. Auf geht's. Und es flieht. Fies! Keiner hat die Erlaubnis zu fliehen. Oh. Kommen wir da hin? Und Pokémon gibt's seit Balouis Geburt 1548 schon gefühlt. Das Hallo! Stimmt. Das stimmt gar nicht. Never touch a running system, denkt sich Nintendo. Oder so. Und Driftlorn! Das wollte ich machen. Driftlorn! Los, jetzt kannst du noch mehr Kinder entführen. Bring mir alle Kinder. Wenn die Kinder der Nachbarn so laut spielen, schicke ich mein Driftlorn hin. Geh mal nach dem Rechten gucken und dann holen alle Eltern ihre Kinder rein, wenn sie Driftlorn sehen. Oh nein, oh, da ist schon wieder das Driftlorn der Nachbarin. Letztes Mal sind 5 Kinder weggekommen. Geht, lauft, lauft! Hey, der Baum zittert. Was passiert, wenn ein Baum zittert? Du musst ihm eine Decke geben, weil ihm ist kalt. Okay. Ja, stell mal vor, man würde was zittern. Besser machen. Das geht nicht. Das geht echt nicht. Hä? Besser machen? Aber was die Leute kaufen es auch ohne besser machen. Hm? Echt mal? Wir können es eher schlechter machen. Das mache ich mit dem Hund. Bellen auf Befehl. Nervige Kinder, Hund bellen, Kinder halten Abstand. Boah, das wäre so gut, wenn Lexi das könnte. Das Problem ist, Lexi liebt alle Kinder. Das geht leider nicht. Das Problem ist, Lexi bellt nie. Du kannst ihr nicht bellen auf Kommando beibringen, weil sie nie bellt. Nie. Immer bellen? Was sie ist hat, das? Seit wir sie jetzt, wir haben sie jetzt seit 2,5 Jahren. Und seitdem hat sie wie oft gebellt? 3, 4 Mal, 5 Mal, wenn überhaupt. Und alles nur, um zum Spielen aufzufordern. Genau. Noch nie ernsthaft. Immer nur gebellt, wenn sie nicht schlafen wollte. Immer gesagt, ich hatte Schlafenszeit, wir spielen jetzt nicht. Nee, nicht mal da hat sie gebellt. Sie bellt ja nur im richtigen Spiel und ansonsten macht sie. Ja, genau. Ja, das ist das Einzige, will. Was sie kann. Und sehr schön singen, wenn sie geduscht wird. Dann singt sie. Ich habe geduscht. Ja. Ey, zweimal angreifen ist illegal. Trifft Sabeli. Oh nein. Wer lebt denn noch? Luxtra lebt noch. Auf geht's, Luxtra. Ja, so viel Schaden sollte ich ja nicht machen, ne? Oh wow, ich mach gar keinen Schaden. Aber es ist paralysiert, das ist doch schon mal was. Da wird's auf jeden Fall leichter mit. Oh. Dalu schon eigentlich beim 4. Boss, beim 3. Boss? Wo ist er im Moment? Dalu ist doch sicher schon fast fertig. Keine Ahnung. Valio. Das war zwar jetzt viel, aber egal. Nein! Level 3, warum bist du beleidigt? Da du bist gestern schon am 4. Boss vorbei. Ja, sag ich doch, der ist schon viel weiter. Nein, wie die Fass! Das war gut. Oh, hier lässt das Pokémon. Ups. Du solltest da jetzt drin bleiben, Rosarade. Ich kann dich leider nicht weiter schwächen als bis in gelben Bereich. Also sei einfach nett, hä? Okay, es ist nicht drin geblieben. Oh, oh, es wird Baloo jetzt sowas von one-hitten. Oh, oh. Autsch. Ups. Alle down. Was passiert denn jetzt? Nichts. Oh, jetzt greift er mich an. Nichts passiert, nichts passiert. Außer, dass er dich angreift. Alles gut. Du kannst die Schnellreise nicht entdecken, da ein Pokémon dich entdeckt hat. Okay, das geht. Interessant. Lass mal nicht machen. Ja, ich bin reingelaufen. Ich bin reingelaufen in die Attacke. Oh nein, da ist es ja immer noch. Warum bist du so wütend? Ich habe gar nichts gemacht. Lass Luna. Schlagen sie sich schon wieder. Ja, sie machen Putzlecken. Ah. Putzkampfen. Putzkampf, keine Ahnung. Hä, warum hat mich das denn immer noch entdeckt? Das soll mal weggucken. Es ist jetzt mal fertig mit gucken.
Er sieht mich gar nicht mehr. Darf ich jetzt bitte Schnellreise benutzen? Ja, danke. Das ist sehr nett. Hä? Ah. Ah, wir sind da überall vollständig. Bammelin, Driftong, Kleinstand. Oh, da fehlen ja doch noch Markus, einige. Kurz AFK, bis gleich. Ja, ich habe wieder ein Pokémon in Rage besänftigt, Cynthias Sohn. Habe ich gern gemacht. Ja, das Rätsel darum, warum sie in Rage sind, ist zwar noch lange nicht gelöst, doch du bist ihm mutig gegenübergetreten, ja. Und das, obwohl ich jemand bin, der vom Himmel gefallen bin. Ist. So krass. Du könntest die Geschichte von Hisui in eine völlig neue Richtung lenken. Ich hoffe, du bleibst mir auch weiterhin wohlgesinnt, meine himmlische Freundin. Ah ja. Bist ihr der Engel, der Racheengel oder so? Ich bin vom Himmel gefallen. Und alle so, boah, das ist bestimmt schlechtes Omen. Und ich so, hä, was? Wenn ich vom Himmel gefallen bin, ist das nicht ein gutes Zeichen, weil ich bin ein Engel und so. Hab ich gehört. Hallo. Guten Tag, ich möchte Quests abgeben. So viele Pokémon habe ich gefangen, ja, ja. So fein war ich. Ja, ich komme gut mit meiner Forschung voran. So. Oh, neu registrierte Pokémon 15. Na, das ist doch mal was. Oh, und damit sind wir weit genug, um Level 3 zu werden. Gehen wir mal zu Celestis, die so nett zu mir ist. Ich bin so Stufe 2 geworden. Woohoo! Oh, ich werde jetzt Stufe 3. Dann kannst du jetzt auch ins Sumpfland, wo alle Pokémon fies sind. Ihr habt das Mädchen also dank des Dufts gefunden. Ja, 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 dein Essen ist so toll. Wir haben es dank deinem Essen gefunden, richtig. Ja, wir gehen Bericht erstatten. Das war mein Plan. Ich wollte gar nicht mit dir reden. Oh, Papietrich ist ja immer noch nicht entwickelt. Es gibt nichts, Chefin, was einfacher zu entwickeln ist als Wampel. Chefin, hallo. Ich bin wichtig. Guck mal, ich bin... Ich habe eine Stufe 2. Oh, Papietrich entwickelt sich. Papietrich entwickelt sich. Oh, es ist jetzt ein Schaloko. Oh, ich wusste, dass es kein Papinella wird. Okay. Ja, Papietrich wird ein elegantes Papinella. Es ist ein Schaloko, definitiv. Guck dir das Schaloko an, das definitiv kein Panikon ist. Schaloko. Miri ist krasser als Baloo, habe ich auch gehört. Ich bin schon Stufe 3. Was macht denn ein Federball? Ich habe den noch gar nicht gebaut. Ja. Ein Schwerball. Oh, ey, ey. Na dann. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Ja, ich bin jetzt Stern 3. Guckt euch das an, 3 Sterne. Ja, das ist halt eine Frage der Zeit. Das gibt's doch noch. Du bist offiziell ein 3-Sterne-Mitglied. Superbälle, Superbälle. Sehr schön. Und bist Level 40. Cool. Ich kann ja jetzt Superbälle machen, ne? Was kannst du? Noch nicht. Federbälle kann ich jetzt erst machen. Hab ich genug Geld, um hier meine Taschen größer zu machen? Vielleicht sollte ich mal Zeug ablegen. Das wäre vielleicht... Das wäre doch vielleicht mal eine Idee. Ich mache hier immer nur meine Tasche größer, statt einfach Sachen mal auszusortieren. Miri musste viel Alkohol trinken, um es mit Baloo auszuhalten. Hallo? Kaffee. Ich trinke ja keinen Alkohol. Kaffee. Papietrich hat sich endlich entwickelt. Das ist so cool. Ist das hier mein Zuhause? Hallo, ist dies mein Zuhause? Das sieht nach meinem Zuhause aus. So. Kann ich mehrere Sachen auf einmal auswählen, um sie in die Tasche zu tun? Das ist Leistungssand. Ja, ich räume auch gerade mal auf. Ich habe so viel komisches Kram drin.